Gottes Segen, lieber Bruder, liebe Schwester, die sieben Verheißungen. Es gibt sehr, sehr viele mehr, aber hunderte. Wer hat es schon alle gezählt? Wenn man es auch zählt, vergisst man vielleicht einen. Vierte Verheißung. Gebetserhörung mit Garantie. Über Gebet sage ich manchmal viel. Nicht zu viel, ganz sicher nicht, weil unsere Gebete, ich meine, wer von uns kann jetzt von einem Punkt der Erde auf genau die andere Seite vom Globus fliegen und in den Dienst gehen? Ist das für uns allesamt gegeben? Leider nicht. Aber deine Gebete können jedweden Punkt auf der Erde erreichen, oder nicht? Wie ist das jetzt, wenn du ein Land in Angriff nimmst, jetzt eines von den weitesten Punkten von hier, genau andere Seite wäre vielleicht Nord-Südkorea, weiß nicht. Kannst für diese Länder, wie wäre es, wenn du das auf deine Gebetsliste nimmst und Nord- und Südkorea betest, für die Geschwister, die dort sind, dass der Herr die Gefangenen frei macht. Für Petrus hat man auch so gebetet, oder? Nicht wahr? Bei Paulus und Silas würde mich auch nicht wundern, wenn da die Geschwister gebetet haben für sie. Und sie haben ja da gelobt und gepriesen den Herrn, nicht wahr? Kann man sagen, klar, der Paulus lobt und preist, klar, der hat den Herrn so gesehen. Danach wurde von Saulus zu Paulus getauft und so weiter. Klar, der lobt und preist, hat da seinen Jünger neben sich. Kann man viel zusammenzählen, aber in der Not, das ist nicht normal, dass jeder Einzelne einfach so lobt und preist. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Und das ist, glaube ich, auch eine Gebetserhörung dort gewesen, dass sie so gestärkt waren im Herrn. Das ist ein Leid und Not. Das ist ein Kerker, wo sie drin waren. Und dann bebet die Städte und die Türen gehen auf. Wo der Herr die Türen aufmacht, da schließt keiner zu. Und wo der Herr die Türen schließt, macht keiner auf. Bete mal, dass der Herr die Türen vielleicht öffnet in Nordkorea, Südkorea. An beiden Orten wird es Geschwister geben, bin ich fest überzeugt. Nicht nur in Nordkorea, wo in Elend und Not sind, in Gefangenschaft. Wie wär's, wenn du das vielleicht betest? Die Frage ist, ob du glaubst, dass du das erhaltest, was du bittest. Du Wankelmütiger vielleicht. Hast du ein aktives Gebetsleben? Das ist eine Frage, die ich schon ein paar Mal gestellt habe, aber das ist wichtig. Schauen wir uns mal an. Ist das also Gebetserhörung mit Garantie? Wenn wir schauen, Jakobus 5, Vers 16. Bin zu weit. Jakobus 5, Vers 16. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebets vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist ein Leit, halber Leitvers, was ich habe. Wir wollen aber zuerst, damit jeder Einzelne das mal versteht. Wenn du das Wort Gottes natürlich nicht recht hast, hast du wirklich große Probleme. Bis zum Heil, Verlierbarkeit und solchen religiösen, satanischen Lehren. Brief von Jakobus, Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesu Christi, den 12 Geschlechten, die das sind, hin und her. Freut ihr zuvor. Bist du einer von den 12 Geschlechten? Glaube ich nicht. Und wenn du es auch wärst, ist es nicht der Sinn, dass du dies alles lehrmäßig für dich annimmst. Auf keinen Fall. Es gibt Sachen drin, die sehr wohl für uns sind. Wie viele haben Probleme mit Reden? Hier ist einer. Mit Redenproblemen, mit Verhaltenproblemen. Wie viele von euch haben das auch? Das sehe ich bei vielen. Das ist so. Jeder von uns hat also vieles daraus zu entnehmen. Aber hier, dies, was hier steht, was die nächsten Verse uns sagen, das ist sehr, sehr, sehr gewaltig. Vers 17. Elia war ein Mensch gleich wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monaten. Er ist ja auch einer von denen mit Mose zusammen, die 2 Zeugen, die ersten 3,5 Jahre schlussendlich auch verkünden und dann getötet werden. Schrecklich. 3,5 Tage lassen die einfach liegen. Was für eine Generation da eigentlich jetzt gerade ist, siehst du da schon. Furchtbar, die lassen die Leichen da liegen und feiern es sogar und geben Geschenke einander. Was für eine Generation haben wir eigentlich? Weißt du das? Siehst du es in der Welt wirklich, wie schlimm das eigentlich ist, der Mensch?
Wenn Leute auf der Straße dort sterben, lassen sie sie nicht nur liegen und verrotten, sondern sie feiern es und geben Geschenke. So ist der Mensch. Und dann denken sie, das ist für sie schon gut? Nein, der Herr sagt, kommet herauf, vor ihren Augen. Diesmal macht der Herr das nicht mehr geheim, diese Entrückung von diesen Zweien. Kommet herauf. Kann man schon denken, wieso kommt herauf? Mal schauen wir, die sehen schon noch, wie es jetzt weitergeht. Kommen wir schon ein bisschen so vor. Weil die anderen 3,5 Jahre, die haben es dann wortwörtlich dann in sich. Und das ist dann die große Trübsalszeit. Das wird dann ganz schrecklich. Da läutet es dann anders vom Himmel. Aber diese zwei Verse, Elia war ein Mensch gleich wie wir. Der war so ein gewaltiger Prophet, was da an Wunder geschehen sind. Erinnert ziemlich so an Herrn, nicht wahr? Gleich wie wir. Sein Gebet war so kindlich, klar und vom Vater im Himmel erwartend, dass er alles tun kann, wie er will. Aber wir können es von ihm bitten, wie ein Kind von seinem Vater. So, das, was da kaputt ist, zum Beispiel, gibst hin. Du weißt ganz genau, dein Vater, der macht schon wieder gut. Wie, weiß ich nicht. Ich kann es nur erbitten, Hilfe, und dann hilft er. Nicht wahr? Und so mit diesem kindlichen Glauben, wenn du zum Vater im Himmel kommst, im Namen Jesu Christi, wenn du im Bewusstsein bist, dass du Zugang hast durch sein heilig Blut des Herrn Jesus Christus, in das Allerheiligste, dann kannst du erbitten vom Herrn. Aber nochmal was. In 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14 bis 15 steht für uns noch geschrieben: Und das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass, so wir etwas bitten nach seinem Willen, so höret er uns. Du weißt dann, dass der Vater im Himmel dich hört. Es gibt so ganz spezielle Momente in deinem Gebetsleben, wenn du eins hast. Und so wir wissen, dass er uns höret, was wir bitten. So wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm gebeten haben. Eigentlich simpel und einfach. Wenn du aktives Gebetsleben hast, ich weiß nicht, wie viel das auch mit deiner Empfindlichkeit zu tun hat, um das Geistige. Du merkst, wenn da auch ganz gewaltige Gebetserhörungen geschehen sind. Ich gehe da nicht genauer ein, du merkst es einfach. Du fühlst ganz auf eine spezielle Art und Weise die Gegenwart des Herrn. Und es gibt Situationen, wo du auch weißt, entweder hört der Herr jetzt diese Bitte nicht, nicht weil es nicht seinem Willen ist, sondern es sind vielleicht offene Sachen, der Herr zeigt es dann auf und dann weg davon, was es auch ist. Oder aber es ist Zeit für anderes. Oder aber schlussendlich, der Herr möchte, dass du für andere Dinge bittest. Es kommt mir noch in den Sinn. Und du weißt einfach, als würde der Herr dich nicht hören, oder der Feind blockiert das wie so ab. Weil da wirklich sehr Großes und Gewaltiges weltweit geschieht, wenn du für weltweite Dinge bittest. Der Feind, der kommt auf dich sowas von zu. Wirklich wie ein Güterzug kommt er auf dich zu. Und der Herr lässt es zu, dass du das mal vielleicht verspürst, dass da doch Gewaltiges geschieht. Und der Herr durch verschiedene Geschwister auch zu dir kurz und knapp oder lang spricht. Mach weiter. Bete weiter. Faste weiter. Kämpfe weiter. Das ist der gute Kampf. Aber der Angriff vom Feind, der bleibt nicht aus, damit du siehst, da ist viel am Geschehen. Der Herr kann es auch so nutzen. Aber prüfe dies, wieso und warum und weshalb. Und was du auch bittest natürlich. Also das musst du ein aktives Gebetsleben haben, um das so zu verstehen. Also das ist keine Empfehlung, aktives Gebetsleben, das ist ein absolutes Muss. Betet ohne Unterlass ist, glaube ich, der kürzeste Vers, glaube ich, nicht wahr? Betet ohne Unterlass. Oder? Müsste man prüfen. So ist es mir verblieben. Betet ohne Unterlass. Matthäus 20, 22 steht, aber Jesus antwortet und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit der Taufe, der ich mit getauft werde? Sie sprachen zu ihm, jawohl. Das ist ziemlich hart, nicht wahr? Was sie natürlich bitten, ist extrem. Das ist ja völlig, die sind aber völlig in himmlische Örter versetzt, die beiden. Oder nicht? Schau mal. Und da trat zu ihm die Mutter der Kinder des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und bat etwas von ihm. Sie betet für ihre Söhne.
Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine 2 Söhne sitzen in deinem Reiche, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Ja, einfach so, völlig in himmlische Örter versetzt. Die Frau bittet für ihre 2 Söhne absolut höchste Stellungen, wo man eigentlich überhaupt bekommen kann. Wow, das ist eine liebende Mutter, aber auch in völlig himmlische Örter versetzt, wo genau weiß, da ist mein Herr. Und sie weiß auch, hier ist er im Moment. Im nächsten Moment wird er vielleicht nicht mehr hier sein. Bittet solches. Aber der Herr sagt ganz klar, dass sie nicht weiß, was sie da bittet. Sie kann das nicht verstehen, was das für eine Regierungsstellung ist, wo sie da erbittet für die 2. Kein Wunder, dass die anderen dann schlussendlich tadeln. Hey, was ist mit uns? Aber eigentlich ist das sehr, sehr gewaltig, dass schlussendlich die 12 Grundsteine, die sind dann die Namen der Apostel. Wenn man das sich mal so vorstellt, wie groß es eigentlich ist. Auf den Grund der Propheten und der Apostel ist alles gelegt. Und der Eckstein ist der Herr Jesus Christus, den man eben verworfen hat, aber für uns köstlich ist. Matthäus 21, 22. Also du kannst Sachen bitten, wo du nicht weißt, was es eigentlich soll. Wisse, was du da bittest. Also Empfehlung schreiben von mir, für dich, wenn du es annehmen möchtest. Bitte für Erntearbeiter. Bitte für die Regierenden. Bitte für die Menschen, denen du begegnest, auf das wir noch eingehen werden. Das ist doch sehr wichtig. Bitte für eine Gruppierung, sagen wir so 10.000 Leute von jedem Land, dass der Herr sie ganz speziell heute mit Geschwistern einfach mit dem Evangelium versorgt. Straßenpredigt, Schicktraktat oder normale Traktate, wo das Evangelium klar und deutlich ist. Dass sie das klar und deutlich hören und völlig überführt von ihrer Sündenschuld direkt vors Kreuz gestellt werden. Wie groß ist dein Glaube, soll ich dir mal sagen? Mindestens so groß wie ein Senfkorn. Der Glaube des Sohnes Gottes ist in dein Herz gelegt. Bitte vom Herrn, ihm glauben, und so wirst du es erhalten. Nicht im Schauen, sondern im Glauben bittest du. Ist schöne Betrachtung und eine Realität für sich, das Geistige, umso mehr wie das Sichtbare. Matthäus 21, 22, und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubet, so werdet ihr es empfangen. Glaube, dass du es erhältst. Verbunden mit dem, dass du weißt, worum du bittest. Dass du auch weißt, dass der Herr das hört, worum du bittest. Dann weißt du, dass du die Bitten hast, die du von ihm erbeten hast. Simpel, das ist der Schlüssel für Gebetsleben. Aktives, erhörliches Gebetsleben. Und du kannst ganz sicher sein, der Herr lässt sich ab und zu mal wirklich schmecken, dass er da gehört hat und dass da Gewaltiges geschehen ist. Römer 12, 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Haltet an am Gebet ist auch gemeint, wirklich, halte an am Gebet. Nicht 24 Stunden beten, sondern bleib dabei. Matthäus 26, Vers, das ist eine längere Passage, warum? 38, ah genau, das ist der Kampf in Gethsemane. Da sprach Jesus zu ihnen, also Matthäus 26, Vers 38 bis 45, da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibet hier und wachet mit mir. Der Herr sagt zu ihnen, er entfernt sich feldwegs von ihnen, und sagt, wachet mit mir. Und was tun sie? Nein. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch von mir doch, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Kannst du am Tag insgesamt oder am Stück für die Anliegen nicht mal eine Stunde wachen? Sollte gehen. Wenn du eine Gebetsliste hast, wenn du allgemein auch Sachen dem Herrn abzugeben hast, die Mühsal und Not, die du in deinem Herzen hast, leg es ab. Soll dich nicht hindern im Nachfolge. Du wirst eine Stunde schon am Tag durchgehen können. Glaub mir. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Bis hierher. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Jeder von uns wird es bezeugen. Also wie groß können deine Gebetsanliegen denn sein? Einige Dinge, die der Herr uns sagt, worum wir bitten sollen und wofür wir beten sollen. Zum Beispiel in 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2. Sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und schau jetzt. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 3. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen, das ist ganz klare, deutliche Sprache, vor allem zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Absolut unfassbar, nicht wahr? Das ändert das Gebetsleben normalerweise, muss man sagen, und das muss es auch. Vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Oft bin ich nicht dankbar für die Gottlosen, die um mich herum sind. Oft nicht, wirklich nicht. Auch die ich lange kenne, vor Angesicht habe, wo oft nicht. Ich verzage wegen diesen Leuten, die wie eine Schachfigur vom Teufel hin und her vor mir hin und her geworfen werden. Bin ich nicht so gerade dankbar für die? Überhaupt nicht. Ich bitte sogar den Herrn, dass er einen anderen Verkündiger sendet. Das macht der Herr sicherlich. Aber ich soll für sie danken. Das ist gewaltig. Fürbitte tun, Bitte tun, Gebet, danken. Und dann für alle Menschen, Komma, für die Könige und für alle Obrigkeit. Das ist die Obrigkeit, die von Gott ist. Ja? Das haben wir schon mal durch. Welche Obrigkeit vom Herrn ist und welche nicht. Wird noch wichtig sein für die kommenden Zeit, wenn wir überhaupt noch hier sein sollten. Auf dass wir ein ruhig und stilles Leben führen mögen. Also wozu sollst du beten für die Obrigkeit? Dass wir ein ruhiges und stilles Leben haben. Vielleicht ist die Schweiz darum so ruhig, oberflächlich. Aber man sieht schon, was da so aufkeimt, nicht wahr? Da muss man nicht mal die News verfolgen. Man hört schon, stilles Wasser ist tief, nicht wahr? Aber immer wieder wird es sehr unruhig an gewissen Stellen in der Schweiz, auf das ich nicht eingehe. Das ist nicht mal politisch, nicht mal religiös, überhaupt nicht. Auch nichts, was man unter Gesetz stellt, was ein Gräuel ist vor dem Herrn. Nö. Andere Dinge sind am Geschehen. Und die fallen mir auf jeden Fall auf. Muss ich nicht in News oder so gehen, um das zu sehen. Das sehe ich schweizweit. Ohne an diese Orte zu gehen. Auch das nicht. Das merkt man. Wir sollen also ein stilles und ruhiges Leben haben können. Dazu sollen wir beten. In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit leben können. Ja, das gottselig Leben und ehrbar Leben, das kannst du nicht, wenn das Land wirklich so untergeht wie Deutschland zum Beispiel. Denn solches ist gut, dazu auch angenehm vor Gott, unserem Heilande, welcher will, dass alle Menschen geholfen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also zum Herrn Jesus Christus kommen. Es ist der Wille des Herrn, dass wir solches Gebet abgeben. Sogar ein Vers dazu genommen. Eben, der Herr will, dass die Menschen, weißt du, die kommen ja zur Erkenntnis der Wahrheit, können sie kommen nur durch Glauben allein. Wenn das Land so untergeht wie Deutschland jetzt, wenn alle Türen und Regeln zum Beispiel angefangen werden, geschlossen zu werden per Gesetz und so, das darfst du nicht. Wirst mehr eingestärkt, mehr eingeschränkt, Fortbewegung, Verkündigung und so weiter, dann geht das Land ganz klar sehr rapide unter. Hier in der Schweiz ist ein ganz großes Stück anders. Aber es kommt auch hier anders. Und wir können dagegen halten im Gebet somit, soweit das möglich ist. Weil wir gehen in ein antichristliches, satanisches Reich hinein, weltweit. Und vorher sind wir weg. Das ist das Schöne. Aber wie weit müssen wir das noch durchgehen? Meiner Meinung nach, biblisch gesehen, nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Wenn ich falsch liege, viele von uns werden es nicht überleben, so oder so, dann sind wir eh bald beim Herrn. Also nur so viel zu dem. Jeder will von der Entrückung hören, aber gibt auch andere Dinge, die dazu auch passen. Ja? Matthäus 5. Vers 44, Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen,
Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Das ist ziemlich groß. Leute, die, ich habe einige so Feinde, die das Evangelium einfach hassen. Segnet, die euch fluchen. Also insgesamt sei Licht und Salz bei denen, die bitter und finster sind. Simpel und einfach. Sei Licht und Salz mitten in der Finsternis. Und du wirst dann sehen, die feurigen Kohlen auf ihren Haupt. Sollen sie dich doch beleidigen, verfolgen, um das Namen des Herrn willen. Ist gut, sollen sie. Ist ihr Problem und für dich ein Gewinn, ein Reichtum im Himmel. Matthäus 9, 38. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Der Herr lässt sich da ganz klar und deutlich erbitten, seit jeher, weil es zu wenig Erntearbeiter gibt. Epheser 6, Vers 18 bis 19. Epheser 6, Vers 18 bis 19. Und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, auf dass mir gegeben werde das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, dass ich möge kundmachen das Geheimnis des Evangeliums, welches Bote ich bin in der Kette, auf dass ich darin freudig handeln möge und reden, wie sich's gebührt. Apostel Paulus erbittet ihr Gebet. Wie viel mehr müssen wir dann beten? Füreinander in der Gemeinde und füreinander für die Geschwister weltweit, die in Not, Leid, vielleicht in Krankheit, Gebundenheit sind. Sachen, die jetzt in Pakistan geschehen, da braucht es erstens mal auch praktische Hilfe, aber natürlich auch Gebet für die, die da vor Ort sind und Hilfe leisten und helfen beim Gemeindeaufbau weiter und so weiter. Wir können beten, wir können nicht alle vor Ort sein. Aber wie gesagt, praktische Hilfe, wo du kannst, wo das Werk des Herrn. Gebe freimütig vom Herzen und du hast ein Reichtum im Himmel. Bete also stets mit allem Anliegen, mit Bitten und Flehen im Geist. Der Vater im Himmel verlangt nach solchen, die in Geist und in Wahrheit beten. Bleibe dabei, dazu mit allem anhalten, heißt es hier. Und wachet und dazu mit allem anhalten. Wachen. Du weißt es noch, der Herr gesagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Mit allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Wie wundervoll ist es, für Geschwister zu beten. Manchmal kann es wie oberflächliches Beten sein, aber der Herr hört's. Der Herr weiß, wie du es meinst. Manchmal geht es noch intensiver hinein und der Herr lässt ganz klar dich vernehmen. Er hört's. Da wirkt der Herr. Und du siehst das Ergebnis dann auch. Der Herr hört ein rechtes Gebet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Meines Ernst. Was du bietest im Namen des Herrn, das wirst du bekommen. Das sagt der Herr selber. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werdet ihr empfangen. Das wirst du bekommen. Glaubst du? Sei nicht wankelmütig. Glaube, dass du zum Herrn aufrufst und er dich hört. Wisse, dass du die Bitten hast, die er von dir erbittet, dass du es aussprichst. Kolosser 4, Vers 3. Und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns die Tür des Worts auftue, zu reden, das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin. Bete für Geschwister, wo du weißt, die im Dienst herausgehen, für verschiedene Missionswerke zum Beispiel. Ich habe einige Missionswerke für dich bete, weil ich ganz genau weiß, da ist entweder finanzielle Not, das haben praktisch alle Missionswerke, es hat immer etwas. Finanzielle Not ist immer, das braucht überall Hilfe. Und wer hat immer Geld zum Weitergeben, so viel wie das sogar nötig ist in allen Stellen. Aber es fehlt auch an Personal. Und der Herr, der weiß, wo die Arbeiter sind, die ausgebildet sind oder ausgebildet werden, soll der Herr sie, wenn er das möchte, bitte dorthin senden. Glaubst du, dass der Herr das machen kann? Das ist eine Kontrollfrage, wo du dir stellen musst. Ist der Glaube mindestens so groß wie ein Senfkorn? Ja. Aber ist es aktiv, das Gebetsleben? Das musst du wissen. Du kannst beten, dass diese Geschwister
die im Dienst sind, wo du weißt, wo sie im Dienste sind, die bibeltreu sind natürlich, kannst du bitten, dass sie Freimütigkeit haben, mit wirklich großer Freude und mit großer Vollmacht das Wort Gottes weitergeben können. Dass ihre Gebete, wie das von Georg Müller zum Beispiel ist, wie ihre Straßenpredigt, wie das von George White, vielleicht weiß es, es war ein Calvinist, aber gab es Erweckungen, gewaltig. Oder wie ein Jonathan Edwards ihre Predigt so mit einem klaren und deutlichen Posaunenschall den Leuten erreicht. Bitte mal den Herrn. Ab irgendeinem Punkt zeigt der Herr dir die Ergebnisse dann schon noch auf, was er da im Hintergrund bewirkt hat, wo du auf den Knien so in Geist und in Wahrheit zu ihm aufgerufen hast, für diesen und jenen Bruder und Schwester. Für die Schwester natürlich, für andere Dinge, aber das Ergebnis siehst du ab und zu schon. Und das ist wunderbar. Und dann bleibst du und wachst im Gebet. Und dann kommen die Kämpfe. Mit hundertprozentiger Garantie, 100%, da kommt schon was auf dich zu. Da musst du wirklich kämpfen lernen. Es braucht seine Zeit. Zitat von einem Bruder Alexander, ich kenne ihn nicht. Gott hat sich als Hörer des Gebets offenbart. Ja, er hat versprochen, dass wir, soweit es zu seiner Ehre und zu unserem Besten ist, alles bekommen werden, warum wir ihn bitten. Ist doch wunderbar, ich sage es nochmal. Gott hat sich als Hörer des Gebets offenbart. Ja, er hat versprochen, dass wir, soweit es zu seiner Ehre und zu unserem Besten ist, alles bekommen werden, worum wir ihn bitten. Martin Luther sagt was ganz direkt. Beten bedeutet, Gott an seine Versprechen zu erinnern. Wow. Die deutsche Sprache direkt ist wie ein zweischneidiges Schwert, wie so ein zweischneidiges Schwert geht so hindurch. Ganz klar und deutlich. Beten bedeutet, Gott an seine Versprechen zu erinnern. Lieblich und klar und deutlich doch gesagt. Weil der Herr gibt Verheißungen für uns als Kinder Gottes. Wenn der Herr es uns gibt, Verheißungen, es sind Versprechungen. Der Herr hält sein Versprechen. Er lügt nicht. Bei ihm gibt es keine Dunkelheit. Bei ihm gibt es keinen Wandel von Ja und Nein. Wenn er sagt, so ist es, betet ohne Unterlass und ich erhöre euch, wenn ihr die Bitten bei mir erbittet habt, die ihr bei mir habt, ich lasse es euch wissen, ihr werdet die Freimütigkeit im Gebet vernehmen und ihr werdet das Ergebnis, wenn ich es möchte, auch sehen. Wenn der Herr das uns Verheißungen so gibt, nimm es an, führe es aus. Das haben die am Anfang getan. Und danach, wie viele haben es noch? Sehr viele. Wie viel Verfolgungen sind über die Gemeinde gegangen, seit es da gegründet wurde? Sehr, sehr viele. Mittelalter, wo die Reformation stattgefunden hat und kurz davor, was da für Verfolgungen geschehen sind, schrecklichst. Absolut unfassbar und unvorstellbar schrecklich. Es muss keine Verfolgung geschehen, dass man lernt, auf die Knie zu gehen und zu beten. Auf keinen Fall. Keinem Fall. Fünfte Verheißung. Beistand. Du bist niemals allein. Wir wissen das von Matthäus 28, 20. Seid gewiss, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Das ist der halbe Vers, den ich da nehme, wo für mich klar wirklich so präsent haben muss. Ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Vielleicht so beten, lass dein Angesicht leuchten über mir, so werde ich genesen. Bitte den Herrn, dass er sein Angesicht leuchten lässt über dir. Hell wie die Mittagssonne. Das lass den Herrn ganz fest seine Präsenz dich wirklich vernehmen, dass du völlig in seiner Präsenz eintauchst und zu den Füßen des Meisters bist. Zu Füßen des Herrn einfach bleibst. Seinem Heiligwort. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Das ist diese Verheißung. Dieser Tröster ist der Heilige Geist natürlich. Wir sind versiegelt und in himmlische Orte versetzt. Beim Herrn gibt's keinen, der arm ist. Wir haben alle Reichtum in Herrn Jesus Christus. Ansonsten muss man sich Epheser Kapitel 1 einfach durchnehmen. Das ist ein einziger Lob und Preis für den Reichtum in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder? Ist doch unfassbar, was wir im Herrn haben.
2. Korinther, Kapitel 1, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 21 bis 22. 2. Korinther 1, 2. Korinther 1, Vers 22 und 23. Und versiegelt und unsere Herzen das Pfand. Ich muss den Vers vorher. Gott ist aber, der uns befestiget, samt euch in Christum und uns gesalbet und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand, den Geist gegeben hat. Ich rufe aber Gott an zum Zeugen auf meine Seele, dass ich euer verschont habe, indem dass ich nicht wieder gegen Korinth kommen bin. Oh, ein Vers bin ich zu weit, einen vor hätte ich nehmen sollen. Also, Vers 21 und 22, wir sind versiegelt in unserem Herzen, hat der Herr den Pfand gegeben, den Heiligen Geist, mit dem er uns versiegelt hat. Diesen Siegel macht der Herr auf, wenn wir im Himmel sind. Der Herr zeigt auch in Offenbarung die Siegel, die er auch sonst schon zerbricht. Der erste Siegel und Posaunengericht und alles Mögliche zeigt der Herr auf, dass er die Vollmacht über alle Dinge hat, die er beschlossen hat. Auch die Siegel, die königlichen. Wir sind mit einem königlichen Siegel besiegelt. Nicht irgendein irdischen Siegel, wie sie die Römer da gemacht haben, da an dem Grabstein vom Herrn. Haben sie auch irgendwelche Siegel herangetan? Das waren irdische Siegel. Das können die Menschen einfach brechen. Klar, es müssen diese Kämpfer dort überwinden, aber man könnte sie irgendwie manipulieren und dann den Siegel brechen. So oder so, man kann es brechen. Ist ja nichts dabei. Und dann macht man einen neuen. Aber dieses Siegel, das ist der Herr, der sein Versprechen gehalten hat, dass er keinen verliert von denen, die sein Eigentum sind. Siehst du den gewaltigen Unterschied zu der Heilverlierbarkeits-Irrlehre? Das ist ein anderes Evangelium, wie gesagt, das nach Galater 1 liegt ein Fluch drauf. Das ist satanisch, denn es ist Religion. Darum komme zur korrekten Lehre. Ah ja, die zwei kurzen Zeugnisse jetzt. Schau mal, hoffentlich ermutigt es dich. Sei gestärkt. Die Missionare erhielten, also das geht jetzt um John Payton, ja? Eine Christin wachte eines Nachts, warte mal, habe ich die richtige Seite? Nein. Nein, aber das will ich doch, das will ich dir auch lesen. Das geht um den Gebetskampf. Wir sind dem schon überschritten, aber schau, das habe ich vorhin noch gefunden. Dazu zwei Beispiele, die das unterstreichen, also Gebetskampf. Eine Christin wachte eines Nachts auf und hatte plötzlich den starken inneren Drang, für ein Missionars-Ehepaar zu beten, das unter unerreichten Stämmen arbeitete. Am nächsten Morgen schrieb sie einen Brief, in dem sie das Ehepaar über die besondere Gebetslast informierte und fragte, wie es ihnen gehe. Die Missionare erhielten ähnliche Briefe von Gebetspartnern, die sie auf 5 verschiedenen Kontinenten hatten. Alle hatten zu dem bestimmten Zeitpunkt eine besondere Last empfunden, die sie dazu drängte, für die Missionare im Gebet zu kämpfen. Es stellte sich heraus, dass genau zu dem Zeitpunkt, an dem so intensiv für das Ehepaar gebetet wurde, der Mann mit den Händen gefesselt vor einem Eingeborenen stand, der im Begriff stand, ihn mit einem Speer zu durchbohren. Plötzlich erschien ein anderer Mann vom gleichen Stamm, sprach mit dem Ersten, worauf dieser wegging und den Missionar unbeschadet zurückließ. Nur so viel zu diesem ersten Zeugnis. Ist schon Wahrheit, wortwörtlich. So ist es, nicht wahr? Jetzt lese ich dir das eigentliche Seite. Ja, genau. Also, das ist jetzt ein Zeugnis von John Payton, dem Missionar unter den Südsee-Kannibalen. Manchmal fühle ich mich auch so wie unter Südsee-Kannibalen, wenn ich das Evangelium weitergebe, aber ich bleibe dabei. Unter der direkten und klaren, deutlichen Verkündigung des Evangeliums, das zu erretten vom Agenda glaubt. Nach der Masernepidemie, die auf den Inseln Tausende dahinraffte und wofür man die Missionare verantwortlich machte, schrieb er, also das schreibt er zu John Payton, ich fühlte mich während der Krise gewöhnlich ganz ruhig. Meine Seele war fest und ich stützte mich völlig auf die Verheißung, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Kostbare Verheißung. Wie oft habe ich Jesus dafür angebetet und mich daran erfreut. Gepriesen sei sein Name. Die Kraft dieser Verheißung bestand darin, dass Christus in Krisensituationen für Payton real war. Sie war weit größer als alle anderen Bibelstellen oder Gebete. Ohne das bleibende Bewusstsein der Gegenwart und der Kraft meines liebenden Herrn und Heilandes hätte mich nichts sonst in der Welt davor bewahren können, den Verstand,
den Verstand zu verlieren und elend umzukommen. In seinen Worten, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage, wurde mir so real, dass ich mich nicht verwundert hätte, ihn wie Stephanus als denjenigen zu sehen, der auf die Erde herabblickte. Ich spürte seine hindurchtragende Macht. Es ist die nüchterne Wahrheit und ich erinnere mich noch 20 Jahre später gern daran, dass der hochgelobte Herr mit mir nie so nah war, mir nie in so kostbarer Weise zur Seite stand wie in jenen schrecklichen Augenblicken, wenn Musketen, Keulen oder Speere auf mich gerichtet waren. Oh, welch ein Segen, so zu leben und zu leiden, wenn man den Unsichtbaren sieht. Ja, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Also wenn du Kannibalen um dich hast, hast du ziemlich rasch ein zerbrochenes Herz. Nicht wegen der Gefahr, sondern dass diejenigen, die du mit dem Evangelium erreichen möchtest, dich einfach töten und essen wollen. Das ist unvorstellbar. Also er war wirklich wie ein Schaf mitten unter den Wölfen. Wortwörtlich, Wölfe, die diesen Schaf essen wollten. Aber was für ein Zeugnis dann geschieht. Nicht wahr? Ich finde es gewaltig. Vielleicht liest du mal sein Zeugnis, würde ich sagen, aber vielleicht ist es besser, dass du dich mit aktivem Dienst, auch aktiver Dienst ist natürlich, dass du zu den Füßen des Herrn bist. Das sprichst du mit dem Herrn und der Herr spricht durch sein Heilig Wort zu dir. Vielleicht ist dies auch ein aktiver Dienst, den du angehen solltest, weil der Herr soll uns im Dienst auffinden. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich den Herrn habe. Dass er alles ist, was ich habe. Das ist wunderbar. Die Frage wäre, ist das auch, dann könnte ich das auch so behaupten, wenn solche Situation drin wäre zum Beispiel. Doch ab und zu solche ähnliche Situationen erlebt man auch. Müssen nicht mal Kannibalen um einen herum sein. Wenn du das Evangelium weitergibst, dann fängt es schon an. Aber das ist halt so. Klar und deutlich heißt, es tut weh. Aber es muss zur Bekehrung führen. Sonst führt es in die Hölle. Wenn die Person zum Licht Nein sagt, dann sagt die Person Ja zur Finsternis. Furchtbar. Sechste Verheißung. Frieden, der himmlisch ist. Schauen wir uns das genau an. Das ist etwas ganz Gewaltiges dahinter. Johannes 14, Vers 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das kann man eine Straßenpredigt halten. Möge der Herr es dir wirklich schenken, lieber Bruder. Mach den Leuten mal klar, dass sie einen Frieden zwar haben, das sagt der Herr selber, aber einen Frieden der Welt, der vergänglich ist. Und der Herr gibt den Frieden, der nicht vergeht. Also es gibt zwei verschiedene Friedensarten. Welcher ist das Bessere, das ewig Bleibende oder dasjenige, das man immer wieder nacheilt und ein Aufglimmen und dann wieder erlischen ist? Dieser Frieden ist so, ploppt auf, wie auch irgendwelche Güter, die man hat, oder die jungen Jahre, wo man ist, wo man die verschiedenen Errungenschaften der Welt, wo eigentlich Sünde sind, irgendetwas davon erhascht und denkt, ich bin wunderbar, es war sehr schön und dann geht man wieder in ein tiefes Loch und dann geht es wieder hoch hinauf, weil man ist so wunderbar und auf einmal geht es um verschiedene Güter, die man haben soll. Wilhelm Busch hat so eine Predigt, heißt, mit 17 fängt die Panik an. Stimmt irgendwie, aber es fängt früher an. Da fragt sich der Mensch, wie viel kann ich tun, wie viel kann ich erhaschen, ich bin noch jung und ich werde immer älter, versucht der Mensch immer mehr zu tun, immer mehr zu machen. Ab einem Punkt im Leben wird er aber direkt konfrontiert mit dem Evangelium. Und ab da fängt es aber richtig an. Da scheinen sich wortwörtlich die Geister. Gehst du immer noch breiten Weg oder kommst du mal auf den Weg des Lebens? Mit 17 fängt wortwörtlich die Panik an, viel früher natürlich. Aber der Frieden, den erhaschen sie nur so aufglimmend. Und das sind nur so Freuden, das sind Freudenspringer, so von einem Punkt zum anderen. Da ist ein bisschen Freude, da ist ein bisschen Freude. Das nennen sie dann auch Frieden. Sie kennen echten Frieden nicht. Und der Grund dafür ist, dass der Herr uns das auch deutlich durch sein Heiligwort auch sagt. Und was der Herr sagt,
Das ist auch so. Und das ist. Also erstmal. Nein, erst müssen wir das schauen. Genau, Jesaja 48, 22. Schau. Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Punkt. Da hört's auf. Da kann der Reiche sagen, wie er will. Schau mich an. Ich habe Frieden. Dann sagst du, aufgrund von was hast du jetzt gerade das gesagt? Warum hast du Frieden? Und dann kann er alles Mögliche aufzählen. Dann kannst du sagen, das ist nur dein Besitz, wo deine Sinne jetzt gerade befriedigt. Frieden hast du trotzdem nicht. Du hast vielleicht irgendwelche Reichtümer. Du bist vielleicht, keine Ahnung, es gibt Menschen, die sind wunderschön gestaltet vom Herrn, Mann wie Weib, und denken, das währt immer, immer, immer weiter. Und dann merken sie rasch, das währt nicht immer. Wehe, der eine hat mal sein Creme nicht im Gesicht. Dann ist er keine 30 mehr aussehen, sondern mal reale Alter von 45 oder älter. Es ist nicht lustig gemeint, sondern Tatsache. Der Mensch hat gewisse Dinge in der Welt, wo er denkt, dass er dann an seinem Frieden so hängen kann. Das ist schon gut oder ist reich. Er ist aber blind. Er weiß nicht, wohin er geht. Er greift nach etwasem und er versucht, etwas zu erhaschen von der Welt mit seinem Reichtum, wo einfach nicht bleibend ist. Das ist Torheit vor Gott. Das ist das Schlimme. Sie haben keinen Frieden. Er sagt, bring das mal in eine Straßenpredigt. Das ist sehr spannend, dass Sie das dann anhören, weil Sie wissen es ganz genau. Sie wissen es in einer Shopmeile, wenn du das mal so predigst, musst mal machen. Ich empfehle es dir. Wirklich, preis den Herrn dafür, dann befehl's dem Herrn an und dann muss man schauen, wie die Leute reagieren mit ihren Einkaufstaschen. Die hören schon zu. Jesaja 9, Vers 5. Jesaja 9, nein, nicht 5, Vers 6, ab Vers 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Wenn man also den Friedefürst nicht hat, das ist ein absolut maximaler Titel, Friedefürst, Fürst des Friedens, wie Herr der Herrlichkeit, Friedefürst. Wenn du den nicht hast, der ewigen Frieden gibt, den Friedefürst, dann hast du keinen Frieden. Philipper 4, Vers 7. Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft der Menschen. Auch von uns. Wir können in unruhige Sachen hineingehen. Der Herr sagt, erschrecket nicht und so. Es kann Sachen sein, die dich erschrecken, die ja, ein bisschen friedelose Sachen auch in deinem Herzen aufkommen können, und Bedrängnis und Kampf, Leid, Not, Bedrängnis, wieder und wieder, das ist wie ein Lauf, immer weiter. Aber es kann der Friede Gottes dies alles übersteigen. Weil wir sind in himmlische Orte versetzt. Der Herr selber hat in uns Wohnung gemacht. Es kann uns unsere Sinne wirklich bewahren, wenn wir auf den Herrn lernen, mehr zu schauen, anstatt um dies, was um uns geschieht. Psalm 23, Vers 4. Das ist natürlich, und ob ich schon wandert im finstern Tal. Nicht wahr? Schauen wir, Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Herr ist bei dir. Er ist dein Tröster. Er hat auch gesagt eben zu uns, dass er uns nicht verlässt. Seid gewiss, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Der Herr ist mit uns. Wenn der Herr mit uns ist, wer kann wieder uns sein? 1. Petrus 5, Vers 7. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Herr ist da. Komme zu ihm, lasst die Last bei ihm. 7. Verheißung. Neue Himmel, neue Erde. Das ist was, also. Ich freue mich so dermaßen darüber, wenn diese Welt mal weg ist. Aber wirklich. Soll noch so viel geredet werden wie nur möglich und alles Mögliche. Selbstredend. Ganz klar und deutlich ist klar. Vollumfänglich klar. Aber ich bin froh, wenn das alles vorüber ist. Ja, sehr sogar. 2. Petrus 3, Vers 13. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde,
nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnet. Da wohnt der Herr selbst mitten unter uns. Ist das nicht herrlich, dass der Herr für uns neue Himmel, neue Erde macht? Ein neues Universum. Die können es gar nicht ergründen, die zählen die Sterne immer noch und versuchen irgendetwas zu berechnen, wie ist das Universum gemacht und also in der Größe und Breite und Form. Vergiss das, die wissen, dass das nicht berechenbar ist, dass es Millionen Jahre geht, nur das zu errechnen, wie viele Sterne da sind. Das können sie einfach nicht. Der Herr kennt nicht nur ihre Anzahl, sondern auch die Namen. Was wollen die sagen? Nichts. Können nichts tun. Sie müssen den Herrn preisen, aber nach Römer Brief Kapitel 1 wissen wir eh Bescheid. Sie tun Ehre dem Geschöpfe anstatt dem Schöpfer. Beten lieber irgendwelche Tiere an in Osten, Indien und weiß nicht, all die Länder dort. Oder irgendwelche Menschen an, auch dort wieder Indien und umgeben, irgendwelche sogenannte Meister. Oder beten einfach Sterne an, Bäumchen an, Tierchen beschützen sie, als wären sie das Kostbarste, aber Menschen töten ist für sie kein Problem. Du weißt, was ich meine. Per Gesetz erlaubt und so. Aber Tierchen, wehe. Ja, sogar Fleisch soll man nicht mehr essen. Aber dafür Insekten. Das ist alles für sie ist eine Torheit. Aber sie machen es per Gesetz. Für sie ist alles gut. Müsste man sich schon überlegen, was für eine Gesellschaft eigentlich, dass wir drin sind. Und da freue ich mich aber wirklich sehr auf einen neuen Himmel, neue Erde. Wunderbare Verheißung. Ich freue mich. Freust du dich auch? So wie ich das sehe, das ist meine Ansicht, ich habe eine andere schon in einer anderen Predigt heute schon gehört. Der große Unterschied zur ersten Erde ist, dass das Meer, das im Friedensreich noch gibt, nachzulesen in Hesekiel 47, Vers 20 und in Zephania 2, Vers 6, Sacharja 9, Vers 10 und Kapitel 14, Vers 8 von Sacharja nachzulesen ist, wird es in der Ewigkeit nicht mehr geben. Natürlich ist das auch ein Sinnbild, das Meer für die Völker und so, ist klar. Aber es ist anders, das Meer ist nicht mehr. Was ich daraus verstehe, weil wir auch an das Frühere nicht gedenken werden, es ist auch verbunden mit der ewigen Herrlichkeit, dass man an das Frühere nicht gedenkt, ist so herrlich, das Frühere, das gedenkt man nicht mehr. Aber ich glaube auch, dass wir solch eine andere Schöpfung werden, geistliche Ebene, dass die neue Schöpfung nicht mehr aus Wasser bestehend ist. Diese Schöpfung ist auf Wasser basierend, ganz simpel und einfach. Und das Material, was dieses Fleischliche hier ist, das findest du alles in der Erde. Denn wir wurden vom Ackerfeld gemacht, von Erdenkloß geformt. Wenn der Herr es so sagt in seinem Heiligen Wort, dann ist das auch so und man kann es prüfen. Genau wie die Jahre, die da angegeben werden, alles kann man prüfen. Der Herr gibt es detailliert, weil man es prüfen kann. Da gibt es keine Fehler. Der Herr ist sehr präzise in allem, was er sagt. Auch wenn der Herr sagt, dass die Stadt dann 2200 Kilometer schlussendlich dann breit, hoch, tief ist. Das ist dann auch so. Das meint der Herr auch. Das wird nicht noch ein Komma, ein Meter oder 5 Meter hinzugetan. Genau so, wie es ist. Und so können wir das auch alles für uns annehmen. Aber das ist eine Vermutung. Und das glaube ich ganz fest, dass das nicht mehr auf Wasser basierend ist, dass da wirklich nicht ein Meer und so gibt. Das glaube ich. Einige meinen, dass es dieser Zwischenbereich, wo jetzt auch existiert, dieser gefrorene Bereich ist, der gefrorene Wasser ist, zwischen zweiten und dritten Himmel. Kann sein, dass dies dann danach aufgehoben wird, weil das zweite Himmel, das Universum und die Erde selbst, wo auch der erste Himmel ist, wo die Vögel dann drin fliegen, schlussendlich weggetan wird, mit Feuer verbrannt wird, neue Himmel und neue Erde gibt. Also das gibt diese zwei Betrachtungsweisen. Das hast du sicherlich schon gehört, ist ja auch kein Geheimnis. So oder so wird die neue Schöpfung absolut herrlich sein, wo man an das Frühere nicht mehr gedenkt. Es muss also völlig anders sein. Der Paulus sagt das, glaube ich, nicht, weil ich weiß nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm ähnlich sein. Wir werden ähnlich sein dem Auferstehungsleibe des Herrn Jesus Christus. Wenn du siehst, wie anders das ist, das ist ein geistiger Leib. Das ist unfassbare Herrlichkeit dahinter.
Das hat mit Wasser, auf Wasser basierend nichts mehr zu tun oder so. Das sind völlig geistige Sachen. Wie wird also der neue Himmel und neue Erde wirklich sein? Spannende Frage, nicht wahr? Die alte Schöpfung ist vergänglich. Die Referenzen dazu, auf die wir jetzt auch nicht eingehen, ist Psalm 102, Vers 26, Matthäus 24, Vers 35, 1. Korinther 7, Vers 31 und 1. Johannesbrief 2, Vers 17. Die alte Schöpfung ist vergänglich. Der Herr sagt in Offenbarung 21, Vers 5, Offenbarung 21, Vers 5, und der auf dem Stuhl saß, sprach, und Stuhl, jetzt gut zuhören. Einigen ist das Anstoß, warum steht in der Heiligen Schrift Stuhl? Eben das ist falsch, in King James steht Throne. Das alte Deutsch, Stuhl, dieses Wort, ist gestanden für Thron. Das kann man leicht nachlesen. Das andere habe ich auch mal so geschaut, so in der King James heißt Mansion, ja. Glaube, habe ich richtig gelesen. Mansion geschrieben, Mansion. Das steht ja für Villa zum Beispiel. Für uns steht Wohnungen. Das ist im Johannesevangelium Kapitel 14 drin. Aber Wohnungen, wenn du mal eingibst, zum Beispiel auf Wikipedia, Wohnung, das ist nicht in irgendeiner Räumlichkeit wie in einem Apartment. Wohnung kann auch stehen für Villa, Landhaus und was war das alles noch? Und noch größere Bauten, wo hier auf der Erde nur die ultrareichsten Leute überhaupt haben und gewaltigste Landhäuser haben. Das ist mit Wohnung gemeint im alten Deutsch. Ihr müsst halt auch ein bisschen genauer hineinlesen, solche, die die Heilige Schrift auch haben, dass man euch nicht einfange in irgendwelche Wortgefechte und Gezänke. Das nur so als zum Weitergeben. Und er auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn der Herr sagt, er macht alles neu, dann ist das Alte dann auch weg. Genau wie der alte Bund. Was alt und verjährt ist, das wird weggetan. Es bleibt dann nicht das Alte. Darum ist verwunderlich, dass es solche gibt, die in irgendwelche Hebrew Roots Bewegung zum Beispiel, sind das ja eine Online-Sekte und so weiter, dass solche Dinge noch machen wollen, obwohl sie es nicht können. Ihr könnt das Gesetz nicht halten. Ihr kennt den Herrn Jesus Christus nicht als den, der des Gesetzes Ende ist. Ihr seid die Verführer, von dem der Herr uns gewarnt hat, ein Teil davon, samt denen, die die Heilverlierbarkeit haben und alle religiösen Tendenzen haben, vom Heilverlierbarkeit bis zum Vorauswählung in Calvinismus im Fünf-Punkte. Das sind alles Sachen, wo der Herr uns klar und deutlich gewarnt hat. Genau vor solchen Irrlehren. Das sind satanischen Ursprungs. Das ist der Teufel, der neues Evangelium versucht weiterzugeben, obwohl es kein anderes gibt. Darum bleibt bei der korrekten, nüchternen Lehre. Das will der Herr von uns. Wozu? Eben darum, weil es unsere Zeit so stark betrifft. Und die meisten wachen auf keinen Fall. Die erwarten den Herrn auf keinen Fall, jeden Moment. Keinen Fall. Der Einsatz muss noch größer sein. Kannst nicht sagen, geht nicht. Du kannst mindestens Gebetsleben haben, das aktiver ist oder für größere Anliegen mindestens hast. Auch wenn eine Stunde am Tag nicht schaffst, kann ja nicht jeder. Vielleicht arbeitest du den ganzen Tag, hast mehrere Kinder, das ist klar. Aber hast du die Anliegen wirklich vor Gott, die du haben solltest? Und vieles andere, bist du für das alles, kannst du sagen Ja und Amen. Für dich persönlich, deine zukünftige Heimat, freust du dich denn wirklich? Oder ist die Welt hier für dich angenehmer Wohnungsort? Weiß nicht. Was ist das für dich? Eben, das so, all diese Verheißungen. Sieben Verheißungen von wie vielen? Hunderten? Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie mal eine gezählt und eins sogar verpasst, wie gesagt. Wir haben viele Verheißungen. Nimm sie an. Sie sind für dich und für mich, für uns alle, die wir sein Eigentum sind. Hoffe, das hilft dir auf dem weiteren Weg, diesem kurzen Weg, den wir noch zu bestreiten haben.
Amen.